evangelistische Gemeinschaft des neuen Zentrums in Waldbröl stellt sich vor. Und auch ihr Lehrer ist zur Pressekonferenz erschienen, der Zen-Meister und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh. Der Gesang der Nonnen und Mönche hat eine friedliche Atmosphäre erzeugt bei den versammelten Journalisten. Und auch Thich Nhat Hanh lächelt sanft, als er zu reden beginnt über unseren Umgang mit der Wirtschafts- und Umweltkrise. Seine Botschaft aber fällt klar und scharf aus. Wir sind nicht nur Opfer, sondern selbst auch Urheber dieser Krise, sagt der Mönch. Wir verhalten uns so, als ob unser Alltagsleben nichts mit dem Zustand der Welt zu tun hätte, erklärt er, und fordert die Menschen auf, nicht weiter wie Schlafwandler durch die Welt zu irren und so zu tun, als wüssten sie nicht, wohin sie unterwegs seien. Gleich wird deutlich, warum man Thich Nhat Hanh zu den Meinungsführern des engagierten Buddhismus zählt. I don't think that Buddhism can be disengaged. Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie nicht engagierten Buddhismus. Wenn es nicht engagiert ist, ist es kein Buddhismus. Wenn du achtsam bist, ausgerichtet auf den Moment, dann weißt du, was zu tun ist und was zu lassen. Und das ist die Haltung von Engagement. Nicht sich vom Leiden der Welt zurückziehen, sondern es zu heilen versuchen. Das ist der buddhistische Weg, meint Thich Nhat Hanh. Seit bald 3 Jahrzehnten praktiziert er einen dem Leben, auch dem Alltagsleben zugewandten Buddhismus in Plum Village, einem Klosterdorf bei Bordeaux. Jetzt hat seine Gemeinschaft ein Anwesen in Waldbröl erworben, darauf ein leerstehender 5-stöckiger Bau, ein mächtiges Gebäude mit über 400 Zimmern. In den 30er Jahren war dies eine Anstalt für Menschen mit geistiger Behinderung, deren Bewohner die Nationalsozialisten abtransportiert und ermordet haben, um dort ein Kraft-durch-Freude-Hotel einzurichten. Ein Ort mit dunkler Geschichte also. Jetzt sind 2 Dutzend Nonnen und Mönche aus Thich Nhat Hanhs Gemeinschaft dort eingezogen, um heilend und transformierend auf das Anwesen zu wirken. Aber ist es nicht vielleicht eine Nummer zu groß? Ja, it's not a big center. Das ist kein großes Zentrum. Das ist ein ganz kleines Zentrum. Wir sind sehr glücklich, dass dieses Institut für angewandten Buddhismus nahe bei Köln entsteht. Köln liegt im Herzen Europas. Wir sind froh über die Menschen, die uns hier unterstützen. Und wir hoffen, dass unser Zentrum beitragen wird zur Schönheit und dem freudvollen Geist dieser Region. Wir versuchen, Buddhismus nicht als eine Religion anzubieten, sondern als eine Kunst zu leben, friedvoll und glücklich und voller Mitgefühl. Der Name des neuen Zentrums ist Programm. Im Europäischen Institut für angewandten Buddhismus soll es nicht um Theorie gehen, sondern, wie in Plum Village erfolgreich vorgemacht, darum, wie man die Lehren praktisch im Alltag anwenden kann. Achtsamkeit, das bewusste Erfahren des gegenwärtigen Augenblicks, steht im Mittelpunkt aller Kurse und Retreats. Wenn die Leute etwa zu einem 3-tägigen Retreat kommen, dann lernen sie, achtsam zu essen, achtsam zu trinken, achtsam zu atmen, wie man achtsam geht. Und wenn sie nach Hause zurückkehren, fahren sie damit fort, für eine Weile. Dann übernimmt wieder die Gesellschaft das Ruder. Sie verlieren ihre Achtsamkeit und sollten wieder einmal ein Retreat besuchen. Achtsamkeit lehrt die Menschen, den Frieden mit sich selbst zu finden, lehrt sie, friedlich mit anderen zusammenzuleben, so die Überzeugung Thich Nhat Hanhs. Wenn man gelernt hat, achtsam zu leben, verlieren auch Konsumgüter viel von ihrem Reiz. Daher wird man weniger konsumieren und nachhaltiger. Buddhistisches Geistestraining als Antwort auf die Krise unserer Zeit? Mehr als das, bekräftigt Thich Nhat Hanh und wendet sich ausdrücklich an gläubige Christen. We have been telling our Christian friends that the kingdom of God is available in the here and the now. Wir sagen unseren christlichen Freunden, dass das Königreich Gottes erreichbar ist, im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Die Wolken und die Blumen und der Fluss, die wir jeden Tag sehen, alles das gehört zum Königreich Gottes. Unsere Kinder und wir selbst, wir bilden das Königreich Gottes. Wenn wir achtsam sind, dann steht dieses Königreich uns offen. Vollkommen präsent im gegenwärtigen Moment zu leben, dazu kann die Übung der Achtsamkeit eine Hilfe sein. So sagen wir unseren christlichen Freunden, das Königreich Gottes ist jetzt oder nie.